In heutigen Zeiten ist das erste und wichtigste Quellenprüfung. Wer spricht zu Ihnen? Dass ich Polizeibeamter bin, sehen Sie. Die meisten kennen mich auch. Ich bin jetzt im 40. Dienstjahr mit Herz und Seele Polizist und habe heute die Aufgabe, ja, so einen kleinen Spagat hinzubekommen zwischen einer lokalen Ausstellung, die von Bernhard Gelderblom in diesen Räumlichkeiten sehr zu unserem Dank erstellt ist, aber natürlich auch so ein bisschen die Synthese herzustellen zu dem, was wir von Dr. Dirk Götting gehört haben. Und ich möchte damit so die nächste halbe Stunde verbringen, um dann hinterher der Presse freien Raum zu geben für Fragen an den Minister oder alles das, was die Presse sich so wünscht. Deswegen mache ich auch keine lange Vorrede. Ich werde nicht jetzt die lokale Ausstellung von Bernhard Gelderblom vorstellen. Das lohnt sich wirklich, von Bernhard Gelderblom sich in Ruhe erläutern zu lassen. Johannes, du nickst, du hast es mitbekommen. Er braucht gut anderthalb Stunden, es ist wirklich sehr dezidiert und es hört auf im Jahre 1939, also überschreitet etwas den Bereich der Weimarer Republik. Ich würde Ihnen gerne so ein bisschen die Hintergründe und Zusammenhänge erläutern und dafür steht das Projekt Polizeischutz für die Demokratie, wo es nämlich nicht nur um Geschichte geht, sondern es geht im Prinzip um politische Bildung im Kernbereich für Polizeibeamte. Aber natürlich nicht nur, sondern auch erweitert für den Raum der öffentlichen Verwaltung, Landkreis, Stadt, Justiz, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Feuerwehr und der allgemeine Bürger. Also an sich gilt politische Bildung bzw. Interesse für Zusammenhänge jeden Menschen an, sodass diese Ausstellung an sich eine Einladung sein soll zum Dialog. Und wir haben die Ausstellung in den ersten zwei Wochen nur intern geöffnet gehabt, weil es für uns extrem wichtig war, die eigenen Kollegen zu erreichen. Also ich sage es so ein bisschen flapsig, man kann in Bonn oder Berlin, Johannes, wo wir waren, mit dem Polizeipräsidenten sprechen. Ich bin Personalrat, jetzt will ich nicht sagen, ich möchte dahin gehen, wo es schwierig wird. Einen Polizeipräsidenten von Demokratieschutz zu überzeugen, ist relativ einfach, aber Kollegen, die im täglichen Umgang die negative Erfahrungen im Einsatz von Streifendienst oder auch im zentralen Kriminaldienst haben, die sehen die Demokratiewelt nicht ganz so heile, beziehungsweise für die ist der Umgang und die Umsetzung von Menschenrechten, die Würde des Menschen ist unantastbar, in den Emotionen natürlich wesentlich schwieriger. Wir haben sehr viel gelernt, wir vermitteln sehr viel, bei mir ist das jetzt 40 Jahre her und ab und zu ist so ein kleiner Auffrischungskurs nicht schlecht. Und wir wollen das nicht als, ich sage das mal bewusst, als politische Kaderschulung in irgendeiner Weise machen, sondern die Idee von Dr. Dirk Götting war, wir beschreiben, was in der Geschichte passiert ist und dann entstehen schon Bilder im Kopf. Und deswegen würde ich jetzt den Bericht so ein bisschen so machen, wie wir sie mit Kollegen aus dem Einsatz- und Streifendienst machen. Die erste Abfrage, die ich mal mache, wer ist freiwillig hier? Ja? Die Situation ist ähnlich, die meisten sagen ja. Es sagt keiner nein, aber ich weiß das schon, dass wenn ich einen Spätdienst gehabt habe, wenn ich einen Frühdienst gehabt habe und dann um 13 Uhr dann hier stehe, dass die Freiwilligkeit manchmal so einen kleinen Schubs brauchte. Und deswegen mache ich am Ende auch immer noch eine Abfrage, frage jeden Einzelnen ab, so jetzt hast du dir eine Stunde angehört, wie war es denn? Spiegel mal ehrlich zurück, ich bin dein Personalrat, du musst von mir keine Angst haben. Naja, was die Kollegen mir dann erzählen, da warte ich vielleicht am Ende, wenn die Zeit noch reicht. So, also Kernbereich. Wir sehen dieses Projekt hier in Hameln, ja, als Neuauflage nach Corona. An sich war mal gedacht, wir reisen durchs Land und sprechen vor großen Dienstversammlungen, den Vortrag, den wir in der Ausstellung haben, das geht alles nicht mehr. Sodass wir jetzt in Kleingruppentaktik ganz viele kleine Führungen machen, in der Regel so um die 10 Leute. Wir machen ab und zu auch mal Bilder, wir laden auch Leute ein, die nicht nur Polizei sind. In der Mitte sehen Sie so eine Reenactment-Truppe. Ist total spannend, die ganz authentisch Geschichte erleben. Hört damit aber auf. Es gibt jetzt einen kleinen Trailerfilm, den werde ich ins Internet stellen, den überspringe ich auch einfach aus Zeitgründen, aber wir versuchen, und darum geht es eigentlich, den Standort Hameln mit der Ausstellung jetzt auch für eine Digitalisierung zu nutzen. Also wir wollen, da wo es uns dann nicht möglich ist, diesen Aufwand zu betreiben, zumindest mit Social Media und den Bereichen, die dahinter stehen, die den Schatz nutzen, also die Objekte nutzen, die man dann, ich sag mal, sich nur anschauen kann, aber anhand der Objekte, darum geht es eigentlich zu erklären, worum es geht. Was die Ausstellung hier auch auszeichnet, ist die Arbeit von Bernhard Gelderblom. Wir leisten es uns als Polizei, einen betriebsfremden Historiker zu sagen, schreib, was du recherchierst,
zur Rolle der Polizei in der Weimarer Republik und du hast komplett freie Hand. Du brauchst uns das nicht vorlegen zur Zensur oder ähnliches. Mach, und wir wissen, dass Bernhard Gelderblom ja auch seinen eigenen Blick auf die Geschichte hat. Und was hier entstanden ist, ist wirklich lesenswert. Auch wenn mir aus Polizeisicht das ein oder andere in den Nuancen vielleicht nicht ganz so gefällt, weil unser Beruf da vielleicht einen Tuck schlechter bei wegkommt, als ich es interpretieren würde, ist es eine unwahrscheinliche Bereicherung, weil sehr vieles ist deckungsgleich. Und das ist spannend, beide Vorträge dann zu erleben, weil der lokale Umbruch interessant und spannend ist. Also wenn ich mit den Kollegen durch bin, dann erkläre ich die Ausstellung Gelderblum nicht mehr. Ich entlasse die dann hier für 10 Minuten und hinterher sagen die mir, ey, da hättest du noch ein bisschen mehr von erzählen können. Und deswegen versuche ich jetzt ein bisschen zu durchmischen. Da ist Bernhard Gelderblum, er ist im Urlaub, er wäre sonst natürlich gerne hier gewesen und hätte dann das hier übernommen. So, was in der Ausstellung von Bernhard Gelderblum nicht ganz rüberkommt und deswegen ist mir eins unwahrscheinlich wichtig, ist eine wahnsinnig positive Seite in der Weimarer Republik, die leider ziemlich vergessen ist. Das ist die enorme Aufbauleistung nach der Revolution, wo innerhalb von kürzester Zeit die Grundmauern einer demokratischen Polizei gelegt wurden. Ich wusste das vorher so auch nicht. Also sich das zu erschließen, das was versandet ist, was innerhalb kürzester Zeit einen Transferwandel bedeutete, das den Kollegen deutlich zu machen, das versuchen wir fast ein bisschen handgreiflich mit Geschichte zum Begreifen. Keine Angst, passiert nichts. Das ist der Säbel. Der Säbel war das Einsatzmittel des kaiserlichen Schutzmanns. Das war nicht nur Statussymbol, es war viel Statussymbol, aber es war Einsatzmittel. Und man kann mit diesem Einsatzmittel verdeutlichen, ja, was das Verhältnis zum Bürger war. Das eine Verhältnis war Abstand. Also um einen Säbel einsetzen zu können, brauche ich Abstand. Aber nicht nur das. Also wer so das Bild des kaiserlichen Schutzmanns vor Augen hat, Pickelhaube, Uniform, kleiner Bauch, ja, manche sagen sich, boah, der hatte noch Autorität. Vor denen hatte man noch Respekt. Nein, vor denen hatte man Angst. Schiere Angst. Das war ein Soldat, das war ein Kommiskopf, ich will dir nicht so nahe treten, das war in der Zeit. Aber das System war Über- und Unterordnung. Ein hierarchisches System im Kaiserreich und der Polizist, ein Soldat in Polizeiuniform, agierte mit dem Bürger so, wie er es auf dem Kasernenhof gelernt hatte. Und Respekt und Anerkennung, wie wir das heute verstehen, war nicht die Basis. Und wenn wir jetzt Schülergruppen, wir haben auch fast 100 Schüler gehabt, ich traue mich mal, denen dann den Säbel in die Hand zu geben, weil die mögen mir nicht glauben, wenn ich als nächste Stufe sage, der Schlagstock ist das Zeichen der demokratischen Polizei. Er wurde eingeführt in der Weimarer Republik als neues Einsatzmittel und löste den Säbel in den Demonstrationsgeschehen ab. Und wer nicht glaubt, wie der Unterschied ist, der soll es einfach mal in die Hand nehmen. Weil der Säbel ist ein Instrument, was erhebliche Verletzungen herbeifügt. Selbst wenn man sagt, boah, der ist ja gar nicht scharf. Und das kann man, damit kann man Geschichte einfach mal begreifbar machen. Und wir erzählen den Kollegen dann noch die anderen Veränderungen, die dazu geführt haben, wie transferiere ich einen Soldatenpolizist in eine demokratische Polizei. Also mache ihn zum Freund und Helfer. Das war nämlich das Leitbild in der Weimarer Republik entstanden, zu sagen, wir transferieren jetzt, wir schaffen etwas Neues. Das ist jetzt so im Schnelldurchlauf. Diese Pickelhaube sehen Sie in der Ausstellung, da sind vorne drei kleine Löcher drin, da fehlt das W. Das war das erste Instrument, man hat den Kaiser entfernt. Und dann ging es weiter. Was bedeutet eine Revolution für einen Polizisten? In der Kaiserzeit, also der mit Pickelhaube und Kollege. Das ist der Super-GAU. In einer Revolution bringt man sich in der Regel um. Wenn man nach Russland guckt, kennt man den Bürgerkrieg, die Roten gegen die Weißen, die Zarenfamilie wurde hingerichtet. Und die Angst wird bei allen zu der Situation im Lande vorhanden sein. Und jetzt sind wir so ein bisschen bei Geschichte. In Deutschland war es etwas anders. Es gab keine Verteidiger des Kaiserreiches mehr, keine militärischen Verteidiger. Das Kaiserreich war hohl und morsch und ist zusammengebrochen. Es gab keine Militärverbände mehr. Es gab
ein Bruderkrieg der Revolutionäre, nämlich die Fraktion von SPD, aber auch Bürgertum, die gesagt haben, haltet Ruhe, wir schaffen jetzt etwas Neues, Besseres und gestalten diesen Prozess friedlich. Also wir kämpfen nicht, wir schaffen die Demokratie auf friedlichem Wege. Und als Pol, die Kommunisten, und es gab einen nur kleinen Bruderkrieg zwischen diesen beiden Fraktionen. Und dann war an sich relativ schnell auch Ruhe. Und die Botschaft, auch in Hameln, und das ist bei Herrn Gelderblom sehr schnell herausgekommen, war, Arbeiter und Soldaten, wir haben übernommen, haltet Ruhe. Wir regeln das. Und zwar friedlich. Und dieses Regeln, und das kommt jetzt bei Bernhard Gelderblom ein bisschen zu kurz, weil es da kaum lokale Quellen gibt, war ein Transferprozess hin zu einem Republikpolizisten, also einem demokratischen Polizisten. Neuer Helm, Chaco, Hut ohne Spitze, neue Uniform, wesentlich zivilisierter. Man durfte die Orden und Ehrenabzeichen nicht mehr tragen, sondern das Sportabzeichen. Das war der Bereich. Das war nicht unumstritten. Das hat insbesondere bei den Offizieren, die ja aus dem Kaiserreich im Prinzip altsozialisiert waren, keine Jubelstürme herbeigeführt. Aber es war ein Transferprozess, der getragen wurde von den Wachtmeistern. Die Wachtmeister waren die Gewinner dieser Revolution. Sie konnten sehr schnell Gewerkschaften gründen, sie konnten sehr schnell Interessenverbände gründen. Und in Berlin plakatierten sie, wir machen mit. Und das hatte zwei Botschaften, wir machen mit, das heißt, Leute, kommt wieder zur Arbeit. Aber auch, wir haben Forderungen. Wir möchten Vereinigungsfreiheit haben. Wir wollen Betriebsräte, sprich Personalräte haben. Und das war eine sehr spannende Aufbauleistung. Und dieser Transferprozess, ich will ihn nicht idealtypisch beschreiben, er dauerte natürlich. Der gute Schupo, Freund und Helfer, das fiel nicht vom Himmel. Und deswegen möchte ich mal, was nicht in der Ausstellung steht, was ich aber aus aktuellem Anlass mal zeigen will, genau vor 100 Jahren, genau an dem Tag, Herr Pistorius, als wir in Berlin waren und die Demokratieschutzausstellung, gab es einen großen Einsatz vom Reichstag. 100.000 Menschen demonstrierten 1920 gegen ein Gesetz. Und man hatte eine neue Polizeieinheit aufgebaut, die Sicherheitspolizei, analog der Bereitschaftspolizei, an sich Soldaten, die jetzt eine Polizeiuniform kriegen, die waren noch nicht als Polizisten ausgebildet. Und eine Hundertschaft schützte den Reichstag. Mit Maschinengewehr, Flammenwerfer, Karabiner, Handgranate. 100.000 Menschen. Ich erzähle dann den Kollegen mal so ein bisschen die Geschichte. An sich waren die friedlich, aber es war kribbeldicht. Als die Abgeordneten kamen, wurden die bestruckt. Die erste Streife wurde verprügelt, entwaffnet. Einer hat einen Karabiner erbeutet, in Richtung Reichstag geschossen. Den hat man gleich entwaffnet von Seiten der Demonstranten. Das ist alles belegt. Belegt ist aber auch das Ende. Die Straßenkämpfe vor den Reichstag. Also wie haben diese 100 Soldaten den Reichstag im Kern dann verteidigt? Sie haben mit dem Maschinengewehr, mit Handgranaten, mit Karabiner in die Menge geschossen. 46 Tote, mehrere, über 100 Verletzte. An sich ein desaströser Polizeieinsatz, der mit den alten Mitteln des Militärs gelöst wurde. Ich bekämpfe einen Feind. Worum es bei dem Gesetz geht, erzähle ich immer ein bisschen später. Deswegen dieses Bild, also eine neue Republikpolizei fällt nicht vom Himmel. Die muss transferiert werden. Und wie schaffe ich das? Bildung. Bildung, Bildung, Bildung ist das Ideal. Also ein Polizist musste zukünftig Realschulabschluss haben oder nachmachen. Also es reichte nicht mehr Feldwebelton auf dem Kasernenhof, sondern es musste was in der Birne sein. Also dieses Polyphar, was in der Ausstellung steht, wandelbares Recht, das musste verinnerlicht werden. Und deswegen sprossen aus dem Land Polizeischulen heraus. Also Bildung kam ein. Ich mache dann auch immer noch gerne einen Sidestep, obwohl er gefährlich ist. Also dieser Transferprozess vom Soldaten zum Realschulabschluss zur Bildung. Wenn wir heute nach Amerika gucken, dann ist der Stand des normalen amerikanischen Schutzmanns Hauptschule, Soldat gewesen, Kurzausbildung in militärischer oder polizeilicher Taktik. Also da unterscheiden uns Welten. Die Situation in Amerika ist aber natürlich auch anders als hier in Deutschland, das muss man auch ganz deutlich sagen. Aber im Kern, warum das bei uns jetzt alles anders ist, hat die Wurzeln in der Weimarer Republik.
unter anderem auch in Führung. Also eine Durchlässigkeit, Einheitslaufbahn, das war an sich ein Transferprozess, mit dem man erreichen wollte, dass die moderne Führung der Weimarer Republik, der Polizei, nicht mehr die Militäroffiziere waren, sondern aus den Wachtmeistern heraus die qualifizierten Leute, die dann ein Abitur nachmachen konnten, Einheitslaufbahn herbeiführten. Also da kann man jetzt viel zu erzählen. Das ist das Ideal. So, jetzt kommen wir zu Bernhard Gelderblom und das Spiegelbild in Hameln. Die Hamelner kennen das alte Rathaus, im Krieg zerstört, daneben das Hochzeitshaus, was im Prinzip Rathaus war, und da unten war die Polizeiwache. Personal, Ausbildung, Stand und Ausstattung zu Beginn der Weimarer Republik, wie gesagt, Kommunalpolizei. Wir sehen hier vorne so ein paar Schutzleute. 1924 28 Stellen, nur 23 besetzt. Also 20.000 Einwohner, 23 Polizisten. Wir sind heute, Matthias, 140 oder so, deutlich mehr. 1933 dann 31 Beamte, das ist auch nicht viel mehr. Dann eine Inventur oder eine Kontrolle. Arbeitszeit 54 Stunden die Woche, der Unterricht war schlecht, nicht alle führten ein Streifenbuch, nicht alle hatten einen Gummiknüppel, die Beamten mussten die Uniform selber bezahlen, Dienstfahrräder gab es nicht. Also die Situation der kommunalen Polizei war kein Zuckerschlecken, auf gut Deutsch gesagt. Landjäger. Gendarmerie-Unterkunft in Großberkeln, ein schönes Bild. In der Weimarer Republik hieß dann der Dorfschutzmann Landjäger. Also harte Metwurst. Okay. Soll nicht despektierlich sein. Wir gehen in der Infosäule zum Landjäger. Das ist Simone Keimbach, die auch diese Führung macht. Hier nochmal dezidiert darauf ein, um deutlich zu machen, wie war die Arbeitssituation eines Landjägers in Koppenbrügge, Salzhemmendorf. Da ist das Fahrrad, da hinten ist ein Milchanalyseset zum Messen des Fettgehaltes der Milch. Aber man sieht so dieses Einfamilienhäuschen, da ist der Landjäger so links neben den Ärmeln mit seiner Familie, man könnte sagen, idyllisches Bildchen. Das Problem ist, den Job wollte keiner machen. Wollte keiner machen, weil, das erzählen wir den Leuten dann immer auf der Rückseite, es ging nämlich nicht nur um Verkehrsaufklärung und Fahrrad und was wir heute an sich auch noch so machen, sondern es ging um einen Job in einer Zeit, die wir uns erstmal nochmal vor Augen führen müssen. Wir haben den Ersten Weltkrieg, wir haben Grabenkämpfe, wir haben eine Verrohung. Die Soldaten haben Gewalterfahrung, aber sie haben auch Gewalt ausgeübt. Sie kommen zurück nach Deutschland, wir haben Revolution, das heißt, die Waffen werden nicht alle eingesammelt. Es sind Waffen vorhanden und es gibt eine enorme Not, Inflation, die Bilder hat man vor Augen. Und was passiert dann, wenn der Gendarm, was weiß ich, in Koppenbrügge auf einen Einbruch zukommt, wo jemand in einer Metzgerei einbricht und da kommen zwei Einbrecher raus. Dann steht er da mit seinem Säbel und Pistole und sagt, halt, Sie sind festgenommen. Und was passiert dann real? Die sagen nicht, nee. Ich folge jetzt. Sie wissen ganz genau, wenn ich diesen Landjäger ausschalte, bin ich weg. Und deswegen sind die Gewerkschaftszeitungen zu der Zeit voll mit Nachrufen getöteter oder schwer verletzter Polizeibeamter. Und das erzählen wir den Kollegen auch. Und ich mache jetzt an einem Beispiel deutlich, und doch, die Zeit, die gönne ich mir auch, damit man ein Gefühl für die Sprache und für die Arbeitssituation bekommt. Und ich zitiere jetzt mal aus der Zeitung Der Gendarm. Das war eine der vielen Gewerkschaftszeitungen, die es gab. Fachblatt für die dienstlichen und wirtschaftlichen Interesse der Landjägerei. Wieder ein bestialischer Mord an einem Landjägerbeamten. In der Nacht vom 6. zum 7. Dezember ist der Kamerad Oberlandjäger Bauermeister in Königshain von drei Görlitzern Verbrechern ermordet worden. Diese waren mit dem Vorsatz nach Königshain gekommen, Einbrüche zu verüben und jedes ihnen etwa entgegentretende Hindernis gewaltsam zu beseitigen. Einer der Verbrecher war mit einem Totschläger und ein anderer mit einem Revolver ausgerüstet. Kamerad Bauermeister traf die Verbrecher auf der Dorfstraße mitten in Königshain und hielt sie an. Sie wurden sofort frech und griffen den Kameraden Bauermeister tätlich an. Der verteidigte sich anfangs mit dem Säbel. Als er fast überwältigt wurde und von einem der Verbrecher einen Schlag mit dem Totschläger über den Kopf erhielt, wodurch ihm die Schädeldecke zertrümmert wurde und er in die Knie sank, griff er zur Pistole und verwundete einen Verbrecher durch einen Bauchschuss. Der angeschossene Verbrecher wurde am nächsten Tag in das Görlitzer Stadtkrankenhaus eingeliefert
und dadurch konnten die Mitbeteiligten ermittelt und hinter Schloss und Riegel gebracht werden. Nachdem Kamerad Bauermeister den einen Verbrecher verwundet hatte, erhielt er von dem zweiten, mit dem Revolver ausgerüsteten Verbrecher einen Kopfschuss von hinten aus allernächster Entfernung, wodurch der sofortige Tod des braven Kameraden herbeigeführt wurde. Trotzdem die Hilferufe des Beamten von Einwohnern gehört wurden, ist ihm niemand zur Hilfe geeilt. Kamerad Bauermeister hinterlässt, außer seiner Frau, ein 5-jähriges Töchterchen. Reels Oberlandjäger und Obmann. Das war auch Realität. Und Sie sehen hier, im Jahre 1923, bei Verfolgung und Festnahme von Verbrechern und dergleichen, 34 ums Leben gekommene, 77 Verletzte. Bei Aufständen 37, Unfälle 11. Zusammen 244 verletzte oder getötete Beamte in Koalition zu 6000 Landjägern. Und ich habe in der DWZ recherchiert, aus 1919 gibt es ebenfalls einen ähnlichen Fall, Einbruch in der Deisterstraße, Schusswechsel mit den Straftätern, die entkommen konnten, Verfolgung über den Deisterfriedhof, also Realität, also nicht heile Welt. Und deswegen bei aller Dramatik heutiger Polizeieinsätze, auch Gewalterfahrungen, die wir haben, es steht in keinem Verhältnis zu dem, was in Anführungsstrichen in der guten alten Zeit, wie man das manchmal so verklärt, passiert ist. Das so als Praxisausflug. Ja. Wir kommen jetzt zu einem kleinen politischen Bildungspart. Wir versuchen dann so ein bisschen zu erläutern, wie waren eigentlich die Wahlen von 1920 bis 1933. Und ich sage mal, bis 1928 war zwar nicht alles gut, aber es war alles in einem demokratischen Gefüge. Also die Parteien haben sich gestritten, sie haben gewählt, sie haben viel gewählt, sie haben viele Regierungen gemacht, aber es war ein demokratischer Prozess. Aus dem Parlament wurde der Kanzler gewählt. Und die Situation war so, Niedersächsische Volksstimme überspringe ich mal, dass 1928 die Blockbildung, ich könnte jetzt sagen, so war, es gab am linken Flügel die KPD, 10%, die waren für die Demokratie verloren, die wollten etwas anderes. Am rechten Flügel gab es 14,7% Splittergruppen, mit denen konnte man auch keine Koalition bilden. Die NSDAP 1928 spielte keine Rolle, 2,8%. Aber es gab einen Block, 14,2% DNVP, das waren völkisch-nationale, die wollten mit diesem Staat als Republik auch nichts zu tun haben, sodass sich im Prinzip republiktragend nur ein Block einer in Anführungsstrichen großen Koalition ergab. Das nochmal zum Sachstand 1928. Und der Pistorius, Ihr Kollege, hat 1928 noch gesagt, boah, wir haben es geschafft. Es gibt keine gewaltsamen Umsturzversuche mehr. Wir haben all das Chaos einigermaßen geregelt. Und das, was es an gewaltsamen Angriffen gegen die Republik gab, den Kapp-Lüllwitz-Putsch, den Hitler-Putsch, die Ruhraufstände, sind in ein ruhiges Fahrwasser gekommen. Vielleicht nur ganz kurz nochmal. Kapp-Lüllwitz-Putsch, ein Rechtsputsch. 1920, kurz nach diesem Einsatz vom Reichstag, da hat die neue Polizei, genauso wie die Reichswehr, gegen diesen Rechtsputsch gesagt, wir machen gar nichts. Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr. Gekippt war es durch einen Generalstreik der Arbeiter und weil auch die Beamten und die Verwaltungsebene gesagt hat, wir legitimieren diesen Kapp nicht. Zusammengebrochen. Dann gab es die Ruhraufstände als Folge, einen roten Putschversuch, der wurde mit Gewalt von der Polizei niedergeschlagen. Und es gab den Hitlerputsch, auch da nochmal interessant, der gestoppt wurde durch eine Polizeieinheit. Eine Polizeihundertschaft hat im Prinzip diesen Aufstand niedergeschlagen. 4 tote Polizisten gab es damals. Aber danach war Ruhe. Und selbst die Nationalsozialisten, als sie dann gefragt wurden, was macht ihr denn jetzt, wenn ihr wieder als Partei neu kandidieren wollt, haben die gesagt, ja, wir haben gelernt. Wir stürzen die Regierung nicht mehr, wir finden dieses System zwar Mist und wir wollen das auch abschaffen, aber wir lassen uns wählen und wenn wir dann gewählt werden, dann schaffen wir das System noch ab. Und die Richter haben gesagt,
Verfassung des deutschen Volkes, Weimar, freieste Verfassung der Welt. Jo, macht mal. So, aber, und jetzt wird es dramatisch, aber Jasinski hatte nicht mit der Wirtschaftskrise gerechnet. Es gab dann den Zusammenbruch durch den Schwarzen Freitag und eine enorme Not, die auf einmal im kompletten Zusammenbruch der Wirtschaft bestand. Und die Große Koalition zerstritt sich, es gab Neuwahlen und auf einmal konnte man keinen Kanzler mehr bilden. Es gibt dann diese Geschichte, dass Kanzler eingerichtet wurden, der Sparkanzler Brüning, der mit Sparen versuchte, irgendetwas zu retten und damit erreicht hat, dass sich die Auseinandersetzung im Not und Elend auf der Straße polarisiert hat. Und jetzt sind wir wieder bei Hameln. Ein Bild, das ist fast eine Ikone, 1929-32. Sie sehen hier Hammer und Sichel, die Kommunisten. Sie sehen das Hakenkreuz. Entscheidender aber ist diese Fahne. Das ist die Fahne des Kaiserreichs, eigentlich. Und im Kaiserreich ist die auch völlig unverdächtig. In der Weimarer Republik aber war sie die Fahne der Republikgegner. Die völkisch-nationalen, also nicht die Nationalsozialisten, die diese Republik nicht wollten, die trugen diese Fahne als ihr Kennzeichen. Und das muss man den Leuten auch nochmal deutlich machen, warum diese Fahne so sensibel ist, wenn man sie heute auf der Reichstagstreppe erlebt. Das sind nicht nur Reichsbürger, es sind die Demokratiefeinde, die diese Fahne zeigen. Ich bin fast dankbar, dass die nicht Schwarz-Rot-Gold zeigen, denn Schwarz-Rot-Gold war die Fahne der Republik. Und deswegen, wenn wir wieder bei der Grafik sind, man sieht dort, das ist schon in den 30er Jahren, die drei Pfeile. Die drei Pfeile war die eiserne Front, der Zusammenschluss von Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, also eine Republikverteidigungstruppe auf der Straße. 6 Millionen Mitglieder. Ich frage immer rum beim Kollegenkreis, wer kennt das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold? Das kennt keiner. Das gab es auch hier in Hameln. Ich komme da nachher nochmal zu. Also eine spannende Zeit, eine ganz, ganz schlechte Zeit für die Polizei. Die Kollegen kamen aus dem Stiefel nicht mehr raus. Die 28 Hamelner Polizisten mussten, wenn es zu Krawallen kam, und das beschreibt Herr Gelderblum hier sehr schön am Beispiel Hotel Monopol, große politische Versammlungen, das Reichsbann hat noch die NSDAP mit eingeladen zur politischen Diskussion, und als dann der NSDAP-Vertreter forderte, den SPD-Vertretern doch alle einen Kopf kürzer zu machen, dann gab es eine Riesenstraßenschlacht. Und die Polizei musste die Hundertschaft aus Hannover anfordern, und es gab dann halt unschöne Ereignisse. Also, dieses Bild ist auch ein Bild, eine Bildikone, übrigens gemacht oder entstanden von jemandem, der in Hameln geboren ist. Der Fotograf ist in Hameln geboren, Walter Ballmanns, wählt Hitler. Ich muss ein bisschen springen. Die Wahl 1930, hier die DWZ, NSDAP, zweitstärkste Partei, eine zersplitterte Mitte, die Sozialdemokraten gehalten. Hier hat Bernhard Gelderblum mal recherchiert, wie hat sich denn politisch in Hameln die Situation dargestellt, und ich finde es sehr spannend. Eine starke SPD, 37,9%, mehr als im Reich, deutlich mehr als im Reich. Eine genauso starke NSDAP, 25,1% im Vergleich zu 18,3%. Also in Hameln war die Situation polarisierter. Und so zieht sich das durch, bis dann März 23% SPD, 46%. Die NSDAP war also erfolgreich in ihrem Ziel, wir lassen uns wählen. Sie haben zwar nicht die Mehrheit in der Form erreicht, dass sie die Regierungsbildung bilden konnten, aber sie haben es am Ende geschafft, über das Prinzip Saalschlachten, über das Prinzip, wir machen die Vertreter des Staates verächtlich, wir schaffen Gewalt auf der Straße, dass der Bürger Angst hat, und wir sorgen auch dafür, ein Klima zu schaffen, dass man die NSDAP gewählt hat. Das führen wir, weil wir ein bisschen mehr Zeit haben, im Prinzip aus. Das ist der lokale Umbruch von Bernhard Gelderblum. Es gibt dann, und das ist hochspannend, von Herrn Gelderblum auch herausgeholt, dass die Rolle der Polizei auch nicht gut war. Also, wobei, man muss es zweiteilig sehen. Also, es gab eine Flugblattaffäre, die ist echt krass. Da hat einer ein Pamphlet geschrieben, von Seiten der NSDAP, Kampf gegen dieses System, was sich nur noch mit Notverordnung und Polizeiknüppeln
am Leben hält, wir sind im Jahre 1931, schlagt die sozialdemokratischen Zuchthäuser, so ihr sie trefft, schießt die Gefängnishelden Schlieker, Müller, Arno Reichert, Becker und andere, bringt die jüdischen Geldverschieber an den Laternenpfahl und ähnliche Schimpfkonaden. Und das hat Gellerblum sehr schön die Polizei hat nicht ermittelt. Und als dann der Bürgermeister Rechenschaft ablegen sollte vor dem Landtag, hat er gesagt, nö, wir kennen das Flugblatt gar nicht. Das war gelogen. Und hier muss man auch sagen, hat Demokratie aber funktioniert. Es gab eine Rüge vom Innenminister an den Polizeichef der Polizei. Das perfide. Man hat den Verfasser dieses Flugblatts enttarnt. Und was der später noch wurde, erzähle ich nochmal. Ich hoffe, ich komme dazu. Also, das ist die Phase des Straßenkampfes und wirklich ekliger Auseinandersetzungen. Richard Karluschke war der Leiter der SA. Es gab einen Toten, es gab Schwerverletzte, Nazi-Überfall in Hessisch-Oldendorf. Lohnt sich wirklich zu lesen. Und dann kommt die Situation, 30. Januar 1933. Hitler wird Reichskanzler. Also in den Führungen erläutern wir Preußenschlag und was im Prinzip politisch dahinter steht. Aber jetzt kommt ein Prozess, der nochmal wichtig ist. Was passiert eigentlich, wenn drei Nationalsozialisten die Macht übernehmen? Hitler Kanzler, Frick Justizministerium und Göring übernimmt die preußische Polizei. Und dann gibt es einen Mechanismus. Ich löse die Polizeipräsidenten ab. Der Polizeipräsident in Hannover wird der Chef der SA. Punkt 1. Der fordert Akten an von einzelnen Polizeibeamten und sagt, schreibt doch mal auf, was ist denn das für einer? Wie hat denn der sich in der Vergangenheit benommen? Und der Nächste schreibt auch auf. Es werden Dossiers erstellt. Und dann kommt der Reichstagsbrand nochmal als Terroranschlag. Und dann hat Bernhard Gelderblum hier sehr schön dargestellt, Einstellung einer Hilfspolizei und Säuberung der Polizei. Von den 28 Hamelner Polizisten wurden 2 ausgeguckt. Ich muss ein bisschen überspringen, die Zeit läuft weg. Den Polizeihauptwachtmeister Friedrich Hage, der Mitglied der SPD war, früher im Arbeiter- und Soldatenrat, aktives Eintreten gegen die nationale Bewegung, rühriges Mitglied der SPD, völlig ungeeignet und unzuverlässig im Dienst. Trinker. Oder aber der Hauptwachtmeister Döring, gehässig einseitiges Auftreten gegen die SA, unkorrektes Verhalten der nationalsozialistischen Bürgerschaft gegenüber, raus. 2 von 38 Exempel statuieren. Wie dass das nicht nur mit der Polizei passierte, sondern mit der gesamten Verwaltung, beschreibt Bernhard Gelderblum auch gut. Zum Beispiel der Redakteur der Niedersächsischen Volksstimme, da möchte ich Sie wirklich mal darauf bitten, sich dieses Mannes zu erinnern, Reichertstraße, da haben wir eine Straße nachbenannt. Ein unwahrscheinlich verdienstvoller Mann, der eine ganz andere Seite der Politik beschrieben hat in dieser Zeitung. Der ein Schild um den Hals kriegt, ich habe mich am Arbeitergroschen bereichert, der wurde nicht umgebracht, der wurde wirtschaftlich ruiniert. Von denen weiß keiner mehr was. So, damit bin ich im Schnellflug am Ende. Ich würde Ihnen gerne zumindest noch mal anspielen, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gab es in Hameln auch. Und zwar nicht zu knapp. Ja. Und ich möchte damit so ein bisschen erinnern, das ist der Reichsbannermarsch, das ist ein Marsch anlässlich der Verfassungsfeier und das waren die Demokratieverteidiger, die durch Hameln marschierten. Aufnahmepunkt Hochzeitshaus. Und das geht jetzt ganz lange so weiter. Es gibt ganz, ganz viele, die damals mitmarschiert sind. Und deswegen so ein bisschen sich bewusst zu machen, dass es durchaus Demokratieverteidiger gab, die dann aber komplett in der Versenkung verschwunden ist. Das soll auch so ein bisschen Zeichen von lokaler Geschichtsforschung, am Beispiel Hameln sein, aber auch Rückbesinnung auf die, in Anführungsstrichen, denen wir eigentlich viel Gutes zu verdanken haben. So, damit bin ich fast im Zeitplan. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit.
Wenn Sie weitere Informationen suchen, republikpolizei.de, das ist die Werbeeinblendung. Und ansonsten übergebe ich jetzt das Kommando wieder an den Innenminister fürs Pressegespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ach so. Die beiden Polizisten? Nee, das gab einen. Ach so, ja. Der ist in die Polizei aufgenommen worden. Also die beiden SPD wurden entfernt und der Verfasser des Schreibtisches ist in die Polizei aufgenommen worden. Den Versuch, diesen Kaluschke als SA-Leiter in die Polizei zu nehmen, konnte der Regierungspräsident noch verhindern. Das war ein brutaler Mann. Aber das ist dann der Wandel. Ne? Und wenn solche Leute, die solche Flugblätter verschreiben, auf einmal die Polizeiuniform tragen, dann weiß man, dass mit dieser Polizei auch nicht mehr viel zu machen ist. Vielen Dank. Sehr schöner Vortrag.